Hallo. Wo ist denn hier bitte schon das Mikrofon? Freunde, was geht? Ja, Freunde, was geht ab? Der gute Bladius ist mal wieder am Start mit einem kleinen Informationsvideo. Morgen um genau 13 Uhr erscheint ein neues Let's Play auf meinem Kanal Bladius 9. Es wird ein Pokémon-Titel sein. Und das Ganze wird mit einer Nuzlocke verkuppelt, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß macht und damit es halt noch unterhaltsamer wird. Ich habe mir bei dem Titel oder allgemein bei dem Let's Play sehr viel Mühe gegeben, also mit dem Rahmen und noch andere Sachen, die dazugehören. Und ich glaube, das werdet ihr einfach anhand des Videos sehen. Ich glaube, das wird man einfach erkennen an meiner Art, wie ich das darbiete und wie ich mich da verhalte und allgemein, wie es aussieht, so optisch und so. Und ich würde mich dann sehr über Kritik freuen, falls ihr mir so sagen würdet, ey, Bloody, das sieht voll cool aus oder das sieht voll scheiße aus oder hast du nicht gesehen oder das Let's Play gefällt mir oder es gefällt mir eben nicht. Weil sowas motiviert dann, um weiterzumachen, weil dieses Let's Play ist ein bisschen anstrengend. Also es ist ein Spiel, was man zwar leicht aufnehmen kann, aber das Bearbeiten dauert immer. Und ihr werdet schon sehen, was ich meine, wenn ihr es bis gesehen habt. Aber jetzt könnt ihr das gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall würde ich dann gerne eure Meinung zu dem Ganzen hören. Ob euch das Spiel überhaupt gefällt und ob ihr zufrieden seid mit dem, was da, also wie ich das darbiete. Weil ich lese zum Beispiel jetzt nicht immer alles vor, obwohl es vielleicht so sein sollte und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und wenn euch das zum Beispiel nicht passt oder wenn ihr das nicht cool findet, dann könnt ihr mir das in den Kommentaren schreiben und ich würde dann sagen, okay, ja, dann lese ich halt den Text das nächste Mal vor und dann können wir alle glücklich sterben und so. Nee, Spaß. Des Weiteren wollte ich noch eine kleine Umfrage starten zu den Top 10 Videos oder einfach zu dem Top-Format. Ich hatte nämlich in meinem letzten Top 10 Video eine kleine Umfrage gestartet, nämlich habe ich gesagt, Leute, ihr könnt mir gerne Vorschläge machen für das nächste Top 10 Video oder Top 5 Video und ich werde dann eins eurer Vorschläge nehmen und daraus ein Video machen. Bisher wurde mir wirklich sehr wenig vorgeschlagen und ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, ein Video dazu rauszukloppen und euch nochmal aufzurufen, mir Sachen vorzuschlagen, die ich dann machen könnte, also wovon ich dann ein Video machen könnte. Also falls ihr wirklich irgendwelche kreativen Ideen habt, sowas wie Top 10, mystische Pokémon, Shiny Pokémon, Legenden, was auch immer. Also ich für meinen Teil habe ja unendlich viele Ideen, aber ich will diesmal etwas von euch haben. Ich will einfach die Community mit hineinbinden. Macht das Sinn? Also ich möchte schon, dass jeder einen Teil dazu beiträgt und ich will auch gerne so ein bisschen auf eure Wünsche eingehen, damit ich halt weiß, okay, das wollt ihr sehen oder das wollt ihr sehen, damit ich mich dann darauf so ein bisschen, also zu diesem Bereich hinbegeben kann. Ich werde aber weiterhin auch mein Format weitermachen, also ich bin ja eher der Typ, der die ganze Zeit Informationen rauskloppt, anstatt seine eigene Meinung zu verkünden bei diesen Top 10 Videos, Top 5 Videos, weil ich könnte auch sagen, ey, ich habe 5 Lieblings-Shiny-Pokémon, das sind der, die, das und Hitler. ich finde das ein bisschen langweiliger, weil man da eigentlich nur seine Meinung offenbart und nicht wirklich Informationen preisgibt. Aber das kann man natürlich alles voll lustig gestalten und ich würde mir dann da ein bisschen mehr Mühe geben, das Ganze ein bisschen lustiger umzusetzen, ja? Schreibt mir irgendwas in den Kommentaren, irgendwas, was ihr sehen wollt. Egal was es ist, schreibt es einfach hinein, das klingt blöd, rein, das klingt schon viel besser. Falls ihr mehrere Vorschläge habt, noch viel besser, dann kloppt einfach mal alles raus. Ich werde mir dann den besten Vorschlag aussuchen und davon werde ich dann ein Video machen. So, Freunde, das war's von mir. Wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst wieder, hoffentlich morgen bei dem neuen Let's Play. Auf jeden Fall mal reinschauen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich sage tschüss, danke fürs Zusehen, schönen Tag noch, euer Bladius.